Und der bringt mir immer die Meldung, dass die Kohleroute ineffizient ist. Ich richte jetzt mal eine neue Handelsroute ein hier. Dass das funktionelle Essen auch irgendwann mal wo ankommt. Das finde ich auch sehr mysteriös. Erst deine veränderte Stimme, jetzt das mit der Handelsroute, also... Irgendwie ist heute so der Wurm drin. Oh mein Gott. Verschwörung. Haben etwa die Illuminaten damit zu tun? Aber total. Die hängen doch überall mit drin. Genau. Überall haben die ihre Finger im Spiel. ACTA ist ein Werk der Illuminaten. Habe ich eigentlich für Tycoons noch irgendwo Erweiterungsflächen? Nö, nicht so wirklich. Doof. Exakt. Ich guck mir mal deine Stadt an. Ja, bin inzwischen ganz schön groß, fällt mir auf, aber die Bilanz ist irgendwie trotzdem miserabel. Also miserabel ist gut, plus 220, aber naja. Diese Wege. Tja, dafür schaut sie gut aus. Wie viele Einwohner hast du? 1841. Okay. Deine Stadt ist auch schon ganz schön groß geworden, ne? Ja, ich habe eben ein bisschen ausgebaut. Ich habe jetzt 3300 Einwohner. What the fuck, wie bekommst du so viele Einwohner her? Ja, sind viele Ingenieure dabei, ne? Ja, ich schaffe, meinen fehlt irgendwie immer noch an Kunststoff. Sollte ich mich mal drum kümmern, wenn ich Geld hätte. Schaffen Sie diese Harry Probleme ist jetzt online. Kennst du Harry? Gewöhnlich bin Nein. Ich eins. Ich auch nicht, aber ich weiß auch nicht, wo immer, doch, hier ist online. Wo immer die Meldungen herkommen. Das interessiert mich gar nicht, aber Anno spammt mich zu. Klasse. Ich habe eigentlich nur dich in der Kontaktliste, also insofern. Nein, nicht schlecht. Irgendwo war da einer. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube in der Schule. Da hat jemand sein Laptop mit und hat dann Skype gestartet. Ich guck so, ja. Ein Kontakt in Skype ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja, naja, okay. Entweder ein Zeichen dafür, dass er nicht so der Internet-Typ ist oder er forever hat, alone. Oder er hat Skype seit erst ein paar Tagen oder so. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Oder es ist der forever alone-Typ von 9gag. Also ein Werkzeug mangelt es jetzt bestimmt nicht mehr. Ich habe jetzt mal die Kunststoffproduktion noch ein bisschen hochgeschraubt hier. Dieses Jahr gibt's für alle eine Prämie. Kam in den Nachrichten. Das wird wieder tausende Arbeiter anlocken. Aha, mein Tycoon-Fuzzi meint gerade, dass er eine Prämie bekommt. Niemals. Aber ich habe die jetzt mal auf euphorisch gesetzt und schon bin ich bei minus 98 Bilanz. Ich habe jetzt plus 1000 Bilanz, also... Ja, ich muss die mal aufsteigen lassen hier. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber die wollen nicht. Die wollen einfach eigentlich nicht. Müssten sie aufsteigen. Ah, jetzt kommt es. Gut. Ich will aber nicht. Mal ein paar Tycoon-Arbeiter aufsteigen lassen, so angestellt. Dann wird es auch mit den Ingenieuren noch besser, hoffe ich. Handelsroute ineffizient. Keine ich, und der sagt mir schon wieder, dass die Handelsroute ineffizient ist. Na, dann setz sie erstmal ab. Ich suche jetzt erstmal nach einem Ort, wo ich noch mal eine... oder eine Insel, wo ich mich drauf niederlassen kann. Eigentlich nicht zu meinem Repertoire. Wieso hat mir Salman Devi jetzt gesagt, dass ich gescheitert bin und Einfluss abgezogen? Weiß ich nicht. Hä? Wo lasse ich mich nieder? Ich glaube, hier lasse ich mich nieder. Verzeichne in Besitznahme einer Insel. Alter! Verschwinde von meiner Hauptinsel. So kooperieren müssen wir dann doch nicht. Den Platz brauche ich schon noch. So, und schon steigt die Bilanz wieder. Minus 9. Yippie. Und plus 11, cool. Es wird. Eine Tonne Kohle. Hat
Dr. Sormon Davy mit mir gehandelt. Mhm. Passt doch. Was passt? Dr. Wenn er handelt. So, ja. Dr. Sormon Davy. So, jetzt bin ich schon bei plus 57. Nur durch auf. 54? Ja. 54. 54. Ich weiß gerade ein bisschen komisch angehört. Das kommt gut. 54. Oh, ich hab... Also so in ungefähr 10 Minuten müssen wir dann übrigens eine Cut machen, weil. Nur so. Ja. Kann man machen. So praktisch um Viertel vier. Viertel vier? Jo. Was? Viertel vier, Viertel nach drei meinst du? Ja. Oh, ich guck grad. Alter, das wäre aber. Das wäre aber eine Tagverschwendung. Bei uns heißt das Viertel vier. Ja? Ja. Im Ernst? Ja. Lol. Ja, das ist regional, glaube ich, unterschiedlich, wie das bezeichnet wird. Also ich habe noch nie gehört Viertel vier. Also hier ist es nur mal Viertel nach drei, ne? Aber. Ja, bei uns heißt es Viertel vier. Ist auch nicht schlecht. Immer die schönen regionalen Unterschiede. Mhm. So, ihr kommt auch wieder auf grün, dass ihr aufsteigen könnt. Dann bin ich zwar bei minus 184, aber das lohnt sich. Man muss investieren, um Gewinn machen zu können. Investieren, investieren, investieren. Mhm. Aber weißt du was, steigt einfach selber auf. Ich habe jetzt keinen Bock, dass ich da... Ich will aber nicht aufsteigen. Ich habe bis jetzt die alle manuell aufsteigen lassen, aber jetzt ist es mir zu doof. Die können jetzt selber aufsteigen. Mit einem größeren Rechenzentrum ginge meine Aktivität. Arbeit schneller voran. Brauche ich 150 naja, Laboranten. Muss wohl auch so gehen. Oh ja, du hast das schon schreit noch aus. Eine große Laborantensiedlung hingezaubert und zauberst jetzt eine weitere hin. Ich wollte dir gerade sagen, dass die Auslastung von dem Reststoffpresswerk irgendwie nicht so das Wahre ist. Noch nicht. Aber jetzt wird's besser. 30% hat's. Wow. Ja, wenn dann Ingenieure draus werden, dann wird das deutlich mehr. So, jetzt müssten mehr Bauoptionen verfügbar sein. Nee, Forschungslabor noch nicht. Brauche ich 146 Laboranten habe ich. 150 brauche ich. Ich könnte Tage in meinem Puh, mal auf grün, dass sie einsteigt. Wäre trotzdem nicht schlecht. Einzieht, nicht einsteigt. Einsteigt. Alles einsteigen. Alles einsteigen. Ich will aber nicht. Ich habe einen Running Gag. 9. Ja, ich glaub's. So, jetzt dürfen die auch aufsteigen. Ich brauche unbedingt eine bessere Bauzellenproduktion hier. Ich habe gerade eine Beschwerde von Thor Strindberg gekriegt, dass die Steuern in meiner Stadt so niedrig sind. Aha. Was mischt sich der da ein? Weiß ich auch nicht. Er ist vielleicht hier so der Sozialpolitik-Manager so in diesem Sektor. Ich glaube, der ist eher der Goldhai. Der Geldhai, ist das auch so ein Ausdruck, den ihr da in Bayern habt? Naja, eigentlich nicht. Das habe ich jetzt gerade erfunden. Ach so. Moin Moin hab auch ich erfunden übrigens. Ah ja. Ach so. Na dann. Copyright drauf und dann aktuelles Grüßen, oder? Genau. So, hier muss auf jeden Fall noch ein Forschungslabor hin. Apropos, du musst jetzt... Wie war das nochmal? Geldhai. Geldhai musst du jetzt auch nochmal schützen lassen, ne? Nachher kommt noch irgendjemand von deinen Abonnenten auf die Idee und schreibt das irgendwo hin. Oh mein Gott. Ja. Der gehört verklagt. Geld verdienen. Der gehört ins Gefängnis. Dieser Internet-Rabauke. Aber voll. Bin ich voll dafür. Kann jetzt hier mal wer aufsteigen wieder? Jungs, ihr müsst aufsteigen. Die machen von selber nichts. Ich will ja mal Running Gags for the win. So, jetzt ist das Werkzeug wieder all. Hallo Werkzeug. Algenzuchtstationen. Naja, solange es keine Menschenzuchtstationen sind, geht's ja noch. Ja. Kranken. Mann, die steigen selber so langsam auf, die Leute hier. Ja, das ist immer ein bisschen langsamer. Aber jetzt bin ich schon bei 2200 Bewohnern. Ich
bleibe irgendwie bei 3300 stehen. Keine Ahnung warum. Ich lasse jetzt. Naja, ich habe jetzt ja die halbe Siedlung aufsteigen lassen, also. Ja, okay. Das hilft schon was. Ich guck mir mal deine Stadt ein bisschen an. Können die Angestellten schon wieder nicht mehr aufsteigen, oder wie? Ach so, Fast Food fehlt. Wir sollen ja noch ein McDonald's aufmachen, das geht schon. Ich habe mal so einen Report gelesen, da war irgendwie so eine Japseninsel, also so eine japanische Insel, und da war es ganz normal, dass die Leute irgendwie 100 Jahre alt wurden. Und dann war ja Zweiter Weltkrieg und der Kalte Krieg und all sowas, da wo halt die ganzen Inseln dann von den Amis eingenommen wurden. Und dann sind halt die ganzen Fastfood-Ketten da hingekommen und so. Ja, und jetzt ist da so der Schnitt, wie alt man wird, so bei 60 Jahren. Das ist um 35 Jahren gesunken innerhalb von 20 Jahren. Da weißt du, was du falsch gemacht hast dann. So, langsam wird das tatsächlich hier. 2275 Einwohner, es steigt. Wie sieht das eigentlich jetzt aus mit dem Aufnahmestopp? Wann wolltest du das jetzt machen? Sechs Minuten, 4 Minuten haben wir noch ungefähr, knapp. Okay. Dann müssten wir dann Aufnahmestopp machen. Wenn wir die Folgen wieder viertelstündig machen. Ja. Bietet sich ja immer an. Und wie sich das anbietet. Wow, Screen. Yay, geiles Bild. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe einen Screenshot gemacht, nur was für einen. Aha. Weil ich hier gerade eine Einheit von Thor Strindberg über meine City flog und dann habe ich einfach mal so anvisiert und F1 und dann war gerade eine ganz coole Sicht. Eine ganz coole Perspektive. Aha. Oh. Mein Bruder fängt gerade an, Schlagzeug zu spielen. Ja, man hört ja nichts. So, jetzt bin ich bei plus 113, ist doch schon mal toll. Kam eben in den Nachrichten, ab sofort doppelte Zulage am Wochenende. Stillt das Bedürfnis nach Informationen? Reduziert Verbrauch von Lifestyle-verbrockten Produkten. Das hört sich doch sehr gut an. Ich muss jetzt unbedingt hier mal die Insel ausbauen. Aber ich brauche mehr Fast Food. Was ich eigentlich schon immer machen wollte in Anno, ist eine Autobahn zu bauen. Geht das? Ja, in dieser schwarzen Schnellstraße mehr oder weniger. Mhm. Da kommt wieder der CT6L-Spieler durch. Ja. Der wird niemals in mir wie sagt man das denn, einschlafen? Ja, eben sowas in die Richtung, glaube ich. Ich bin da auch nicht so der Deutschprofi unbedingt. Das stimmt. Um es mal nett auszudrücken. Ist ja so. Okay, aber eigentlich, ich brauche mich aber dann auch nicht melden, also. Ihr kennt ja die Let's Plays und das Problem. Ja, von wegen Sozialschwäche und Kommunikationsschwäche und so. Ist ja alles mit dabei. Ja, sowieso. That's life. Entschuldigung, ich kann keine Fremdsprachen. Was haben Sie gerade gesagt? Auch nichts. Es war bestimmt irgendwie sowas Englisches. Maybe. So. Und wie finde... Englisch geht ja bei mir noch so einigermaßen. Wie findest du meine Autobahn? Ich bin gerade am Aufbau eines Lügen beschäftigt. Ich schau gleich mal nach. Wir müssen sowieso gleich cutten. Ah ja, stimmt ja. Naja, das muss ich dann in der nächsten Aufnahme fertig machen, weil ich speichert auch noch sowieso gerade. Ja. Ach du Scheiße, ist aber ein bisschen eine gerade Autobahn, ne? Ja, irgendwie schon, aber... Sieht aber cool aus. Kann man nichts sagen. Dankeschön. So. Ich würde sagen, wir machen dann auch einen Cut. Genau. Ja, man sieht sich dann in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Ciao, Adi, Amigos. Jo, Servus.